Ja. Tagsam. Was geht? Huklu. So, machen wir das leise hier. Hi. Aber Schattenwolf, es gibt nur den Song davon bei Spotify. Und Halden TTV, ne, Halden TTV. Dankeschön für den Host mit 24 und guten Abend. Was geht? Hallo, kann man mich hören? Super. Yee. Du bist schuld, dass mein ganzes Gesicht wehtut vom Lachen. Warum? Das hab ich denn jetzt schon wieder gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Das ist von YouTube. Achso, ich dachte, das ist von Spotify. Ich hab nur das gefunden. Sorry, ich höre am Anfang immer Spotify. Premium, by the way. Tagsam. Leon, danke schön für den Prime am 32. Und Lenzung, danke für den Prime am 26. Ui! Und Swablex, danke für den Reset am 32. Baba U. Und Sergeant Obi, danke für den Reset am 5. Keikush Kari. Und Inke, danke für den Reset am 8. vor 24 Minuten. Und No Name, danke für den Reset am 23. vor 34 Minuten. Und der Lars, danke für den Prime am 46. vor 42 Minuten sogar schon. Und Gothic Monster, danke schon für den Prime am 42. vor 7 Stunden. Und Matt Kirby, danke für den Prime am 6. Nein! Hi, wie geht's euch? Da Vinci VOD auf YouTube online gekommen, direkt wieder Lachkrämpfe bekommen. Ja, ich habe vorhin gesehen. Kurz reingeklickt. Ich frag mich, wer die Leute sind immer. Das sind immer so drei Leute, die da auf Gefällt mir nicht klicken. Why? Ich habe euch nichts getan. Gut, und die, du siehst, Katze, ja. Kam er gestern nicht. Ist ein bisschen Privatstuff. So Haussegen hängt ein bisschen schief. Bei meinen Schwestern und meinem Schwager und. Da gab ein bisschen so dies, ein bisschen das und heute auch wieder ein bisschen heftiger dies und das. Und der eine geht und der andere so und telefonieren und klären und so, drückt ein bisschen auf den Kopf drauf. Da hatte ich nicht die Motivation gestern, obwohl wir ja Fahrrad fahren wollten und so und nicht was geplant hatte. Ja, so der alltägliche Struggle, ne, so Familie und dann wollte ich mich ein bisschen um meine Schwester kümmern und so. Ist halt, kann ja nicht sitzen und auf happy tun, wenn alles nicht happy ist. Aventador, danke für den Prime im 13. Horte Black, danke für den Prime 24. Sei bloß vorsichtig. Und Scorpion, danke für den Prime 19. Also, Digga. Ah, wie lieb, hä? Ist Family First, Mann. Und ich wäre auch nicht zu spät gekommen, aber da gab es schon wieder einen coolen Fall beim Junkie Park. Diesmal hat es den Johnny getroffen. Johnny hat ein XCM bekommen. Aber alles gut. Keiner mad oder so. Da haben wir gerade drüber gequatscht noch ein bisschen mit den Jungs. Ist auch wieder so viel Diskutiererei und so ein XCM, ein permanenten Ausschluss von Unity hat Johnny bekommen. Matze, danke schön für 200 Bits. Vielen lieben Dank. Ja, XCM ist ein Community-Ausschluss. Wieso das? Weil, ach, wenn, da ist irgendwas aufgefallen in den Logs oder so, wenn er bewusstlos war. Ich glaube sogar mehrmals, irgendwie so, keine Ahnung. Ich war da nicht bei den Support-Dingern dabei und so. Ich bin ganz ehrlich, ist mir auch vollkommen egal. Weil für uns ist das, oder für mich ist das nichts Neues, dass ich das mitkriege, dass da immer irgendwas passiert, Support. Immer wenn der bewusstlos war, gab es irgendwas, was er ihn reviven lassen wollte oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall Verdacht auf Hacking. Und da Johnny schon mal im Support musste, wegen Cheat Engine damals, ein paar Monate her, als wir Red Dead Redemption spielen wollten, wisst ihr noch? Lucky und ich, als wir da drunter laden wollten. Als wir das mal wieder spielen wollten, wollten die mitspielen und dann haben die Cheat Engine benutzt oder wollten das benutzen für Goldbarren da, so für, damit man Pferde kaufen kann und so ein Quatsch. Sind sogar einige mit Cheat Engine
auch auf den Server drauf connected und mussten deshalb schon mal im Support, also quasi vorbestraft. Und wenn du zweimal irgendwie auffällig wirst dabei und so, kriegst du halt ein XCM. Irgendwie sowas. Aber ist auch egal, ist alles cool. Cheat Gaming ist lame. Muss halt jeder für sich wissen, ne? Ich habe auch bei GTA Online einen Modded-Account, so, weil ich da keine Heist mehr mache. Einfach um nach jedem Update mal zu gucken, was das Neues an Dings gab. An Autos und so. Ich halte auch nichts von und ist eigentlich auch doof. Hab jetzt zu machen. Und so einen schönen Tag gehabt. Ja, normalen Tag, ne? Ayran, danke für den Prime 8 und Free Johnny. Nee, das ist. Die Bauchtasche, die manche auf dem Server tragen, muss man runterladen, oder? Nee. Die ist clientseitig nur bei mir drin. Damit hat Unity nichts zu tun. Aber ich habe die meisten, ich habe alle Mods habe ich schon wieder entfernt. Was ist das für eine schreckliche Mucke hier? Ja, die Musik wird echt schlechter. Ich mach mal alte Playlists wieder an. Hören wir denn, lass mal Rust hören wieder. Ist der Rest der Crew heute auch am Start? Wen meinst du? Vom Junkie Pack? Ja doch, da zockt, die zocken weiter. So, da gibt's, jetzt gibt's kein Trouble. Güffi, danke für den Prime 23. Das ist mein erster eigener Sub. Das ist lieb von dir, Bruder. Aber noch lieber wert, wenn du mir ein Guild Wars das Item geben würdest. Das wäre richtig nett. Wait, der XCM bleibt bestehen? Ja, ja, der bleibt. Der bleibt. Du hast dann irgendwann, also so ist das auf Unity, du hast irgendwann dann die Möglichkeit, einen Bannungsantrag zu schreiben. In einem Monat oder in zwei oder so. Aber das wird Johnny halt nicht machen. Sind auch immer zwei Seiten, ne? Der Support sagt oder ein Dev sagt, yo, da ist irgendwas komisch so. Ist Sicherheitsrisiko, du bist gebannt. Und die andere Partei sagt, ja, Bruder, aber ich fühle mich gerade ungerecht behandelt, weil ne, ich cheate nicht so. Ich hab hier nichts. Ich habe hier auch keine Mods oder so, die das irgendwie beeinflussen könnten. Peanut oder Curtis heute? Peanut auf jeden Fall. Was soll ich auf Curtis, Bruder? Für die Leute, die Curtis sehen wollen, die müssten in ein paar Wochen oder so mal wiederkommen. Wenn überhaupt. Wenn ich den überhaupt mal wieder auspacke. Wozu denn noch? Geht nichts ab, ist langweilig. Reezy, danke schön für du bist am 35. Den Text lese ich nicht vor. Ist mir zu lang. Und irgendwann wieder mit WoW. Und Campino, danke schön für den Prime 2. Und Chris Tates, danke für du bist am 20. Es gibt also Leute, die cheaten wollen, damit sie wieder aufstehen bei Bewusstlichkeit. Wie auffällig soll das denn sein? Guck mal. Es gibt ja so in den GTA Online-Dings keine Bewusstlosigkeit. Wenn du da stirbst, respawnst du einfach. Auf Unity ist das so ein System dahinter, dass du geforst wirst, dass du auf dem Boden liegen bleibst, weißt du? Das ist keine Bewusstlosigkeit. Du wirst halt geforst, dass du eine Animation hast und auf dem Dings liegst, auf dem Boden liegst und dann ein Timer abläuft, bis du wieder aufstehen kannst. So, wenn du jetzt einen Hack hättest, der das verhindern will quasi, dass du dann weiterlaufen kannst und so, müsstest du was Eigenes dafür schreiben. Und das habe ich halt noch nie gesehen. Aber ist doch egal. Man darf das, klar kann man das anzweifeln und sagen, yo, ist aber nicht so, aber mit wem willst du da reden? Wem willst du das erklären? Weißt du, was ich meine? Das sind immer zwei Seiten. Der eine sagt, du hast, der andere sagt, ich habe nicht. Und das weiß Johnny auch. Und deshalb wird er da auch keine Energie reinstecken und sagen, yo, ich versuche das irgendwie zu beweisen, weil wie willst du das beweisen können? Das kann auch ein Fehler im System sein, so von deren Logs. Hydrum hatte mich auch mal angeschrieben, an dem Tag, wo wir auf der Hochzeit waren, oben an der Villa. Und hat mir einen Log geschickt, wo es so aussah, als hätte Curtis sich, während ich live war, ne, im Stream, als hätte ich mir HP ercheatet, so quasi. Hab ich dem mein VOD geschickt und hab gesagt, hier, guck, ist nix, ich war auch nicht Full-HP, gar nix. Aber ist einfach so, musst du akzeptieren und fertig. Kann auch sein, dass ich das jetzt falsch wiedergegeben war. Wie gesagt, ich war nicht beim Support-Gespräch dabei. Ich habe das gerade nur so am Rand mitbekommen und ein bisschen drüber geredet. Kann auch sein, dass ich das einfach komplett falsch wiedergebe und da was ganz anderes im Hintergrund war oder so.
Jetzt stirbt nicht der Stream, sondern der Junkie Park. Also so mal ganz Hand aufs Herz, der Junkie Park ist schon lange tot. Jeder, der das nicht sieht, ist blind. Der Junkie Park ist an dem Tag durchgespielt gewesen oder gestorben, als die Jungs, da war ich ja nicht mehr dabei, den Krieg gegen diese 8 Gruppierungen hatten, wo wir 12 Millionen ausgezahlt bekommen haben. Da war das schon vorbei. Seitdem gibt es kein, in Anführungszeichen, Konflikt-RP mehr. So, weil die Leute einfach keinen Bock haben, irgendwas zu machen. So, die wollen halt ihre Ruhe und schon da war das vorbei. Was geht ab, Caleb? Just Freezy, danke schön für den 20. Was geht, Wadim? Guten Abend an alle, die gerade eingeschaltet haben. Ist schon lange vorbei. Ist schon echt lange vorbei. Irgendwann ist die Luft auch raus. Was nicht schlimm ist. Wie lange haben sonst immer die Sessions gehalten? Ich weiß gar nicht, wie lange wir auf AL und so gespielt haben. Also eine komplette Story. Homestate zum Beispiel, glaube ich, nur 3 Monate oder so. Da war da schon zumindest bei mir die Luft raus. Weil das irgendwie nicht weiterging. GTA Live ging auch nicht so weit. Und 6 Monate am Stück das gleiche RP zocken, so, das ist schon eine Leistung. Hallo, Karibik Frank. Primex, danke für den Prime 6. Ich grüße die haarigen Füße. Yeah. Überfall, gib mir deine Waffen. Ich bin vom Junkie Park. Okay, sorry, schönen Tag noch. Ja, fühlt sich wirklich durchgespielt an. Fühlt sich nicht so an, hat ist durchgespielt. Das habe ich den Jungs aber schon vor, weiß nicht, einem Monat oder so gesagt. Ja, nee, das Schar-Sterben gehört ja dazu, aber doch nicht so. Warum? Die sterben doch nicht. Es ist alles beim Alten. Das ist nur meine Meinung, dass ich sage, dass der Park durchgespielt ist. Diese Jungs sagen ja jetzt nicht, naja, wir zocken jetzt nicht mehr da. So ist das ja nicht. Die spielen halt trotzdem. Ich sag nur, für mich, so ist der Junkie-Pack durch. Aber bei AL hat man es gemerkt, dass die Luft nach einer Zeit raus war, genau wie bei Unity. Aber das ist einfach so. Du hast nicht mehr diese... Oder hatten wir die je? Nein, du kannst nicht 6 Monate lang große RP-Stories aufbauen oder versuchen aufzubauen. Irgendwann ist die Luft immer raus. Das Gute ist aber, du kannst den Charakter quasi im Urlaub schicken und eine neue erstellen, wie ich das mit Peanut auch gemacht habe, ne? Im 2. Monat nicht, im 20. übertreibt man nicht. Habe ich 20 gesagt? Im 2. meine ich natürlich, aber 20 und 2 sind, ist auch das Gleiche. Trotzdem danke. Marlboro, danke für den Prime im 3. Wenn man halt jeden Tag 6 Stunden spielt, ist halt Ende, das stimmt. Das stimmt auch, Karim. Das Peanut-RP bringt eine geile und meiner Meinung nach eine wichtige Veränderung mit sich. Ich bin auch froh, dass ich den Schritt gewählt habe. Ehrlich. Und ich weiß, dass es einige da draußen gibt, so die sagen, yo, ich würde gerne lieber Curtis sehen, so, aber für mich als Spieler, als der das auch zeigt und sich selber unterhalten will, ist das momentan einfach nix. Absolut nix. Ich habe keinen Bock, da rumzustehen im Kreis und darauf zu warten, dass irgendwas passiert oder so sehr reinzuschwitzen, dass ich Sachen forciere, so dass Leute mir irgendwas tun, so damit ich darauf ecken kann oder so. Habe ich keinen Bock drauf. Ich will frei sein. Ich will mit dem Pinsel, ich will mit Willi, ich will mit jedem vom Tank, ich will mit jedem Spieler auf Unity zusammenspielen und Spaß haben und Spaß verbreiten. Ich will mit Twinkie rumrennen, also mit Mila und so. Ich will mit allen rumrennen, die ich kennenlerne, die cool sind. Selbst wenn wir von so einem MRP, von so einem Creep verfolgt werden, ist so alles cool. Klar macht man seine Scherze und so, aber das meine ich meistens nie ernst. Wenn ich sage, yo, der findet uns überall oder so. Dann kickt das bei mir im Kopf, das ist mein Fehlverhalten. Das ist aber trotzdem cool. Ich finde das cool, dass der das macht. Deshalb habe ich auch letztens gesagt, als wir beim Unicorn standen beim letzten Stream, so, boah, ich will nicht, dass der Junkie Park das da klärt. Aber der Willi hat leider nur mal die angerufen. So, und ich will Peanut nicht da mit dem Park in Verbindung bringen, so, dass ich mir da irgendwie Schutz hole. Deshalb fahre ich ja auch zu Tyrone von der Bomb, der auch beim Taxi spielt und so. Ich will einfach komplett neutral sein, einfach Spaß haben und gutes RP bieten, auch für die Leute auf Unity da zocken. So. Ist alles cool. Bin gespannt, ob der Opa heute wieder da ist. Ich hab Angst vor dem. Das ist der Mörder. Hallo Sebo. Was geht ab, Homadini? Nix, Bruder. Wir machen jetzt. Wir gehen direkt in den Permis. Ich komme eh schon zu spät. Das Ding ist halt, wie lange hättest du RP mit Curtis durchgezogen, wenn Peanut nicht wäre? Soll ich ganz, ganz, ganz ehrlich sein? Ich glaube, mittlerweile hätte ich schon wieder aufgehört mit RP. Hätte ich Peanut nicht ausgepackt. Ganz ehrlich. Ich bin, also Real Talk jetzt. Ich glaube, ich hätte schon wieder aufgehört.
Ich hätte schon wieder gesagt, yo, Bock nicht mehr, Alter. Und ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Deshalb, wie gesagt, bin ich sehr froh darüber, dass ich den Schritt gegangen bin. Und Peanut ausgepackt habe. Ich finde aber, bei Peanut ist echt schon Situationskomik, während bei Sir Curtis irgendwo so längere Storys gab, war mehr Film teilweise. Das heißt aber nicht, ich werde auf jeden Fall mit Peanut auch in die Richtung gehen. Aber lass den Charakter doch erstmal in der Stadt ankommen und so, der kennt ja vieles noch gar nicht. Weißt du, was ich meine? Ich kann jetzt mit Peanut nicht hingehen und einfach einen Job überfallen, weil der Typ ist einfach nicht kriminell, so. Der hat Angst. Der hat sich eine Waffe besorgt, so, weil der Angst hat. Aber das hatte einen Grund, warum der sich eine Waffe besorgt hat. Ich habe mir nicht einfach so eine gekauft. Und die erste Waffe, die ich bekommen habe, habe ich abgegeben. Die habe ich verkauft quasi. Habe ich auch am Schiff. BT, danke für den Resub im 5. Tag zusammen. Und Repacked Snow, danke schön für den Resub im 7. 7 Monate schon. Channel-Name einer von Curtis Kusch und Peanut Smolzen. Nee, nee. Ich bleibe immer Curtis. Ich bin Curtis. Aber krasser Unterschied. Ich denke mal, wir kriegen das auch hin mit Peanut und Twinkie und so. Und Pinsel ist ja eh durchgeknallt, auch da Storys aufzubauen, die länger gehen. Also wirklich lange gehen. Und nicht unbedingt auch im Crime, sondern auch vielleicht in was anderem. Ich mach das schon. Ich bin auf jeden Fall motiviert und hab Bock. Da fällt es mir natürlich einfacher. Man muss ja auch erstmal andere Leute auch kennenlernen. Twinkie zerstört mich einfach komplett. Am Ende musst du selber Spaß in deinem Stream haben und sonst verstellst du dich nur nicht, das stimmt. Deshalb werde ich doch einfach gekonnt nicht ignorieren, aber straight nach außen kommunizieren, ganz offen und transparent, dann gehört es erstmal nicht kommen wird. Weil das keinen Sinn macht, das macht einfach keinen Sinn. Dann geh in die Pommes, eine Klappe, man, der Duftkerl sein jetzt hier noch. Dann geht er in die Pommes. Die City-Tour mit dem Taxi war einfach Killer. Ja, fand ich auch. Das sind halt immer die Situationen, ne? Und das kannst du nie beeinflussen im RP. Manchmal hast du Tage, da fährst du rum, da machst du deinen alltäglichen Shit im RP und es passiert nichts, du bekommst auch nichts mit. Und dann gibt's Tage, jo, dann hast du auf einmal eine Taxi-Tour im Großraum-Taxi. Holst andauernd irgendwelche verrückten Leute ab und so. Und eins ergibt das andere so. Juri hat uns eingeladen, auf die Insel zu kommen, da irgendwie so Taxi-Service zu machen. Weiß ja nicht, was Juri davor hat. Aber wir kommen halt viel rum mit dem Charakter. Ah, oh, shit. Here we go again. Brumfer, danke schön für $1. Grüße an Weezys Mom. Ich grüße die gute Frau auch. Frau Weezy. Wenn sie hier zugucken, ich grüße sie, Dame. Versuchst du denn jetzt bewusst, Pina vom Junkie Park fernzuhalten? Nein. Nein, nein. Ich mag die, als Peanut mag ich die ganze Southside eh nicht so, weil für mich da die asozial wollen. Die ganzen Gangster. Hab da letztes Mal gesehen, als der eine da kam. Ich weiß gar nicht, wer das war, ich glaube Finn oder so. Und zu der Medizinerin gesagt hat, yo, hau ab hier, sonst stech dich ab, so, wir sind sofort abgehauen. Ich will da nichts mit zu tun haben. Der Charakter versucht nur so auf eine hinterhältige Art und Weise sich an Sachen zu rächen oder so. Wie bei dem Dings, ne? Bei dem Mörder im RP. Da hat er dem Willi gerufen oder dem Chef Bescheid gesagt. Für euch rüber zu bekommen, brauchen wir erst ein neues Flugzeug. Gib mir mal den Helikopter, den ihr habt, Junge. Ich flieg durch den Tunnel mit Peanut. Ich zeig dir mal, was ich kann. Ich hab Control angeschlossen, Junge. Hab auch immer weniger zugeschaut mit Curtis. Es waren immer wieder übelst lustige Stellen, aber im Großen und Ganzen eher Mauer. Seit Peanut da ist, gucke ich wieder täglich. Also von meiner Seite aus Top-Entscheidung. Finde ich auch. Du kannst es eh nie allen recht machen. Die einen sagen, yo, ich will nur Curtis sehen, ich will nur Curtis sehen. Und die anderen sagen, weißt du was, so, scheiß auf den Charakter, lass bei Peanut bleiben. Im Endeffekt entscheide ich das, ja. Peanut ist mal was ganz anderes. Im Prinzip ist er einfach nur Peanut ein. Einfach so. Boah, ich würde den so einschätzen wie GTA Live. So wie Curtis, aber ohne dieses Gang-Ding. You know what I mean? Ist cool, Witzchen wickeln. Alles spontan. Nicht drüber nachdenken. Da,
Ayran, ich sag aber Scheiß auf Curtis, also auf den Charakter. Ich fand Cody auch nicht schlecht. Das wäre dann die nächste Entwicklung von Peanut, wenn das mit Peanut mal irgendwann nicht mehr, wenn das so Dings ist, dass man dann vielleicht mal sich die Cop-Seite anguckt und da lernt, wie das Cop-RP so richtig funktioniert auf einem RP-Server. Weil das habe ich schon endlos lange nicht gemacht. Rein in die Aktenpommes. Was ich mal fragen wollte, gibt das eigentlich Ärger, wenn andere sich versprechen, wie die Medic vor das letzte Mal zu Pinas Curtis gesagt hat? Oder gehst du was in Supporter? Ist das okay? Das ist menschlich. Na klar, ist das ein Regelbruch, weil das eigentlich Meta wäre und eigentlich müsste man das auch anklagen, aber dann sollen die Leute bzw. Support mich anklagen, dass ich es nicht anklagen gehe. Für mich ist sowas menschlich, das passiert. Ich lache darüber dann, so im RP. Ganz einfach. Es gibt aber auch Leute, die wegen sowas im Support rennen. Gib it. Und das ist ultra schade, aber ich mach das nicht. Das kann passieren. Ich habe zu Twinkie auch schon Mila gesagt, aus Versehen. Ne? Je mehr Spaß du bei deinem MP hast, umso mehr gute Situationen entstehen, wo du dich drauf einlässt und das wiederum unterhält uns zum Besten. Also sollte sowas eh immer die Entscheidung des Typers sein. Ja, Lavik, das stimmt. Mich juckt das aber auch nicht. Viele denken da wahrscheinlich dran so, oh, wenn ich den Charakter switch, dann gucken mir nur noch 600 Leute zu und so. Mich juckt das nicht. Ich bin ganz ehrlich. Juckt mich nicht. Juckt mich ehrlich nicht. Wenn das hier wirklich sterben sollte und einbrechen sollte, dann ist das so. Dann habe ich eine coole Zeit gehabt und so und dann gehe ich wieder meinen normalen Weg. So, wenn sich das nicht mehr lohnt. Wisst ihr, was ich meine? Und nicht mehr lohnen bedeutet, ich kann Krankenkasse nicht mehr zahlen, ich kann Miete und so nicht mehr zahlen und jo. Dann lohnt sich das nicht mehr. In deinem Alter juckt auch nichts mehr. Das verstehe ich nicht. Wir gehen jetzt in Dings, Pömmers. Ruhe jetzt hier. Ab in Haya. Oh, gutes Lied, gutes Lied. Warum kommt das jetzt? Boah, warum kommt das jetzt? Egal, ich lass noch laufen. Ich mach schon mal Einlog-Dings hier. Also, Chat, haut die Subs raus, sonst geht Curtis wieder Kaugummi-Automaten aufbrechen. Dann werde ich wieder Bauchtänzer. Ich brauche übrigens Ideen für ein Peanut-Emote, ne? Mir ist nichts eingefallen. Ich wollte das gestern Abend eigentlich angehen, aber mir ist echt nichts eingefallen, außer eine Erdnuss. Paco, danke für den Prime im sechsten Tag zusammen. Merci. Machen wir, Schattenwolf, machen wir. Heute wieder ein ganz ruhiger Stream. Ich habe ein bisschen Angst vor heute, weil Mad Monday. Aber im RP passiert, was im RP passiert. Ich kann nichts beeinflussen. So eine Erdnuss mit einem Afro wäre cool, ne? Eine Erdnuss in einem Donut wäre auch cool, das stimmt. Wenn Stream nicht mehr läuft, verkauf mir Computer mal so einen Stoppsteller, gibt immer was zu tun im Leben, ist auch so. Allein, dass ich das, ach man, ich tue ja so, als würde das sterben, ist aber nicht so, ist alles cool, alles fein. Mir geht's gut, euch geht's gut, ist alles gut. Darüber reden wir, wenn man soweit ist. Und wenn nicht, gib bitte immer nur Raid Shadow Legend Placements. So, Russ, du hältst die Klappe. VOD hat Sound.